Jammers, flehentlich die Rede, Gedenke deines Vaters, du göttergleicher Achilleus, der so alt ist wie ich an der verderblichen Schwelle des Alters, aber wahrhaftig. Der, wenn er von dir hört, sieht, dass du lebst, dem Mute hofft darauf, alle Tage dich wiederkehren, den Sohn wiederkehren von Troja. Ich aber bin ganz unglückselig. Erzeug dich, Söhne, die Besten in der Breite Trojas. Von denen ist keiner geblieben, 50 hatte ich. Von denen hat den meisten gelöst der stürmende Ares, der mir einzig war, beschützte die Stadt und die Männer. Den hast du unlängst getötet, sich wehrend um die väterliche Ebene Hektor. Um seinen Willen komme ich zu den gewölbten Schiffen, ihn von dir loszukaufen, bringe nicht unermessliche Lösung. Aber scheue die Götter, Achilleus, bin ich doch noch unglückseliger und habe gewagt, was noch kein Sterblicher auf Erden. Die Hand nach dem Mund des Mannes, des Sohnes Mörders emporzustrecken. Und Achilleus fasste seine Hand, stieß sanft den Alten von sich. Und die beiden dachten, der eine an Hektor, den Männermordenden, und weinte häufig zusammengekauert vor den Füßen Achilleus. Aber Achilleus weinte um seinen Vater und ein andermal wieder um Patroklos. Und ein Stöhnen erhob sich von ihnen durch das Haus. Ach, Armer, schon so viel hast du ausgehalten. Wie hast du es gewagt, zu den Schiffen der Achaier zu kommen, allein unter die Augen des Mannes, der dir viele und gute Söhne erschlug. Von Eisen muss dir das Herz sein. Aber komm, setzen wir uns auf den Stuhl und die Schmerzen wollen wir ruhen lassen im Mute, so bekümmert wir sind. Auch du bist ehedem, wie wir hörten, glücklich gewesen. Seitdem dir dieses Leid die himmlischen brachten, sind um die Stadt dir immer Schlachten und Männermorde. Und Achilleus sprang einem Löwen gleich hinaus aus dem Hause. Und aus dem Wagen nahm er die unerlässliche Lösung für Hektor. Doch ließ er zwei Leintücher zurück und einen gut gewebten Rock, dass er den Toten eingehüllt übergebe, ihn nach Hause zu bringen. Und Mägde rief er heraus und befahl, ihn zu waschen und rings zu salben, beiseite getragen, dass Priamos den Sohn nicht sähe. Als ihn nun aber die Mägde gewaschen hatten und gesalbt mit Öl, da warfen sie um ihn ein schönes Leintuch und einen Rock. Und selbst hob Achilleus ihn auf und legte ihn auf das Lager. Und dann jammerte er und rief beim Namen seinen Gefährten. Sei mir, Patroklos, nicht unwillig, wenn du erfährst, dass ich den göttlichen Hektor losgab seinem Vater, da er mir nicht unermessliche Lösung gegeben. Jetzt ist der Sohn dir gelöst, Alter, und liegt auf dem Lager, und mit dem erscheinenden Frühlicht wirst du ihn sehen, ihn heimführen. Jetzt aber gedenken wir des Nachts. Ein weißes Schaf schlachtete er. Die Gefährten zogen es ab und zerstückelten es kundig und spießten es auf die Bratspieße und brieten es sorgsam und zogen alles herunter. Und Achilleus nahm Brot und verteilte es auf dem Tisch und sie streckten die Hände aus nach den vorgesetzten Speisen. Doch als sie das Verlangen nach Trank und Speise vertrieben hatten, ja, da staunte der Trojaner Priamos über Achilleus. Wie groß und wie schön er war. Den Göttern glich er von Angesicht. Aber über den Trojaner Priamos stand.